Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier in einem Kommunikationsbunker unterwegs und habe mich eigentlich schon über orangene und grüne Leuchtstreifen gefreut, aber was ich jetzt hier gesehen habe, das finde ich schon krass. Und was das hier gibt, das seht ihr gleich. Das hier so ein Überdruckventil, damit die Türen auch immer schön aufgehen. Gehen wir mal in so einen Raum noch rein. Hier haben wir eine schöne Stromverteileranlage. Das ist natürlich alles leer, der Bunker. Das Spannendste ist die Plantage quasi. Und hier haben wir so eine richtig schöne der Hauptlüfterraum. Hier habe ich vorhin ja an der Kurbel gedreht. Ne? Das ist schon ziemlich interessant hier. Da steht die ganze Filteranlage, die ganze Steuerungseinheit. Das sind so Filter hier. Und hier hinten haben wir den ganzen Kladderadatsch. Ne? Und wenn das ausgefallen ist, dann hat man hinten an dieser Kurbel gedreht. Ja, und ich weiß gar nicht, ob das hier ja, geht nicht. So, ist noch mal so ein Telefon. Jetzt haben wir hier noch einen Raum. Das ist der Trafo-Raum. Mit den Dingen hat man da die Sicherung begriffen. Das ist Sicherung. Mit dem Teil hat man das gegriffen. Ja, weil da sind dann so hohe Spannungen drauf. Da hat man noch nicht mal mehr Zeit zu verkochen, man ist sofort weg. Da oben hängt eine Durchsageanlage, für irgendwelche Durchsagen hat. Und ja, hier haben wir natürlich auch noch mal einen Trafo. Können wir uns auch noch mal von nahen angucken. So, also ein kleines Bildchen. Hier ist so eine Art Maschinenraum, hier stand sehr wahrscheinlich ein Notgenerator rum. Da ist zumindest ein Absaugloch. Ein Kühlschrank, wo noch ein Messer drin liegt. Warum auch immer. Und jetzt kommt das Geilste überhaupt. Dieser Raum steht komplett unter Wasser. Hier, werte Freunde, war die Dusche. Ja, der Abschluss von der Dusche. Ups, ich habe vergessen, das Kameralicht anzumachen. Und hier ist eine der Bunkertür. Mal versuchen. Die scheint offen zu sein. Geht aber nicht auf. Habe ich vergessen. So. Hier der Leuchtstreifen. Ja, den habe ich jetzt hier mit der Taschenlampe so beleuchtet und da kann ich jetzt hier sieht das geil aus. Ich würde mal sagen, ja, das ist hier einer der Räume der Hanfplantage. Wir haben hier diese Rohre. Die Bewässerungsanlage. An diesen Ketten hingen die Rotlichter dran. Hier hat man die Abluft gehabt. Und da sind noch ein paar Pflanzen, die sind immer natürlich alle hinüber. Die kannst du vergessen. Ja, und ja, dann hast du natürlich auch noch Ventilatoren, ja, damit die halt nicht verbrennen. Oder damit die Luft hier ein bisschen zirkulieren kommt, damit das hier nicht geschimmelt hat. Ja, und das Krasse, das sind gar nicht mal so schlechte Ventilatoren, die sind alle per Timer gesteuert. Da unten das blaue Feld an den Dingern, da ist ein Fernbedienungsdings drin, das heißt, du kannst hier sämtliche Ventilatoren liegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anscheinend, 8 Ventilatoren, so wie es aussieht. Und die haben die ganze Zeit hier durch die Gegend gepustet.
Ja, und nach nebenan, da ist noch ein Zwischenraum. Der sieht etwas chaotischer aus. Hier sind auch nochmal die Belüftungsrohre. Hier die Ventilatoren. Kann man sich mal etwas genauer angucken. Ne? Wenn man sich das hier mal so ansieht. Ne? Da ist der Sensor. Und da kann man das eigentlich sogar auch mit Timer und alles einstellen. Und ja. So. Das ist hier der andere Teil der Hanfplantage. Links und rechts halt die Felder. Toll. Felder. Und die Bewässerung dann hier drin. Dann hat man hier auch so einen fetten Schaltkasten sogar. So, ein weiterer Gang im Bunker. Krass, wie weich die Bretter schon werden. Hier haben wir quasi die Betten. Dort hinten ist der Notausstieg. War schon krass hier mit den Betten. Ne? Hier haben wir sie so angeschnallt, damit sie sich rauspurzeln. Ne? Und hier hatte ich vorhin eine kleine Deckung gemacht. Vielleicht ist er noch da. Guckt euch da. Da ist ein kleiner Frosch. Der lebt noch. So. Also hier hast du wirklich alles. Als Gegensprechanlage. Ne, da unten steht alles. Und das Interessanteste ist, das zeige ich euch, Freunde. Das sind hier diese Leuchtstreifen. Mal kurz anleuchten. Er flimmert so. So, mach mal aus. Aus. So. Hat so schön nach. Man sieht auch, dass meine Filmlampe langsam nachlässt, passend zum Ende des Films. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Gehabt euch wohl. Und dann sage ich mal, bis denn.